Hallo, ja, Sie haben es vielleicht schon mitbekommen, mal wieder soll das Medizinstudium reformiert, die Approbationsordnung geändert werden. Und auf den ersten Blick hört sich das wirklich toll an. Mehr und früher Patientenkontakt, Kompetenzen statt trockene Theorie, Stärkung der Allgemeinmedizin, objektive Prüfungsformate und so weiter. Nun, meine Grundschullehrerin hat zu meinen Workarbeiten oft gesagt, außen hui und innen pfui. Ist es bei der Novelle der Approbationsordnung etwa genauso? Was bringt die Novelle mit sich? Welche Konsequenzen ergeben sich für das Curriculum? Auf diese und weitere Fragen möchte ich am Montag, den 1. Februar um 18 Uhr bei YouTube eingehen. Teilen Sie gerne diesen Link. Ich freue mich sehr auf Ihre Teilnahme.